Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Es liegt nun schon etliche Jahre zurück, da machte ich einen Besuch in einem Altenheim. Man hatte mir gesagt, ich möchte doch eine bestimmte Glaubensschwester, die ich persönlich noch gar nicht kannte, mal besuchen. Und dort im Altenheim begab es sich, dass ich ins Gespräch kam, ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern, mit einer alten Dame. Und ich ging davon aus, das ist die Betreffende, die ich besuchen sollte. Und mein kleiner Begleiter, den ich mitgenommen hatte, fragte diese alte Frau ganz kindlich: Glaubst du auch an den Herrn Jesus? Und dann gab sie zur Antwort: Ach, der ist überall und nirgends. Und da wusste ich, dass ich an die falsche Dame geraten war. Bei der Reaktion eines Menschen auf den Namen Jesus wird offenbar, ob der Betreffende wirklich Glauben hat oder nicht. Und das sehen wir auch hier in unserem Geschehen, in der Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Es gibt unterschiedliche Reaktionen auf die Nachricht, dass der König der Juden, der Messias, geboren worden sei. Da haben wir es zunächst einmal zu tun mit den Weisen aus dem Morgenland. Darum ranken sich ja viele Legenden. Und Legenden führen immer wieder auch dazu, dass der Kern, das Eigentliche einer Geschichte, eines Geschehnisses verdunkelt wird. Wir halten uns also an das, was die Bibel hier berichtet, in ganz nüchterner Art und Weise. Es handelt sich also nicht um Könige, sondern es handelt sich um Weise bzw. um Magier aus Babylonien, von denen hier die Rede ist. Das waren Leute, die sich in der Sternkunde auskannten. Da ragte auch manches hinein bei ihnen in den Bereich des Okkulten, das ist klar. Aber wir müssen bei diesen Leuten doch einen Unterschied machen zwischen solchen, die einfach nur Scharlatane gewesen sind,
und solchen, die wirklich mit Ernst auf der Suche nach der Wahrheit waren. Und Gott sieht das ja. Er kennt die Herzen der Menschen, er ist der Herzenskündiger, er weiß, was in ihnen vorgeht und er weiß auch, was er in den Einzelnen wirkt. Und führt solche Menschen heraus aus diesen dunklen Bindungen hinein in das Licht, in das helle Licht des Evangeliums. Und das ist auch heute noch so der Fall. Weil da mögen Menschen noch so sehr verstrickt sein in dunklen Geschichten. Der Herr ist in der Lage, sie da hinauszuführen. Er sieht das, was er an Sehnsucht in ihre Herzen hineingegeben hat und kommt mit ihnen zum Ziel. Genauso ist es hier bei diesen Magiern aus Babylonien gewesen. Und so lesen wir, dass es hier heißt, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Es handelt sich also um etwas ganz Besonderes hier. Immer wenn die Bibel sagt, siehe, dann heißt es aufzumerken. Siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Siehe, die Hütte, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es handelt sich immer um besondere Dinge. Also solche Dinge, die das Wohlgefallen Gottes haben, die zur Verherrlichung Gottes dienen und auch den Menschen zum Heil dienen. Also auch hier, siehe, es ist etwas ganz Besonderes, dass diese Menschen sich aus fernen Landen aufgemacht hatten, um den neugeborenen König der Juden anzubeten oder andere Übersetzungsmöglichkeit lautet, um ihm zu huldigen. Denn inwiefern sie die Göttlichkeit dieses Kindes schon erkannt hatten, müssen wir einmal dahingestellt sein lassen. Huldigen, das wäre ein weiterer Begriff, sie unterwarfen sich völlig diesem König. Aber es ist durchaus auch möglich, dass sie durch den Geist Gottes gewirkt auch schon die Göttlichkeit dieses Kindes, dieses Königs der Juden erkannt hatten. Also etwas ganz Besonderes. Hier machen sich Menschen auf den Weg, mit denen man gar nicht rechnen konnte. Menschen, die fern waren von Gott. Im Grunde genommen gilt auch uns das, wenn wir bedenken, dass wir zu den sogenannten Nationen gehören, also nicht zum Volk Israel, das nahe war bei Gott. Wir sind im Grunde genommen solche, die ferne waren. Nun, wir haben das Evangelium gehört und glauben an den Herrn Jesus Christus als unseren Erlöser und insofern sind wir jetzt nah geworden. Diese Menschen waren ganz ferne, wie überhaupt die Nationen, so stehen sie hier auch stellvertretend für die Nichtjuden, für die Nationen. Und sie hatten wenig Licht. Das wollen wir einmal bedenken, dass sie nur wenig Erkenntnis hatten. Die Erscheinung des Sterns, wahrscheinlich ein übernatürliches Phänomen, da gibt es auch die unterschiedlichsten Auffassungen, aber wahrscheinlich doch ein übernatürliches Phänomen, dieser Stern, und das Wissen um ein Wort aus dem 4. Buch Mose. Wir müssen bedenken, dass die Juden im Exil dort in Babylonien einen großen religiösen Einfluss ausübten auf ihre Umwelt und somit war ihnen dieses Wort sicherlich nicht unbekannt. 4. Mose Kapitel 24, Vers 17, ein Wort aus dem Munde dieses zwiespältigen Propheten Biliam. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Wir sagen es noch einmal, sie hatten keine große Erkenntnis, sie hatten nicht viel Licht. Das war nur weniges, was sie besaßen. Aber das genügte ihnen, um sie in Bewegung zu setzen. Dieses wenige, was sie hatten, war in der Lage, sie willig zu machen, die Strapazen des weiten Weges auf sich zu nehmen. Und wir erkennen daran, dass Gottes Licht sich im Leben eines Menschen immer wieder durchsetzt. Bei denen, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt, setzt sich
sein göttliches Licht, seine göttliche Kraft durch. Auch wenn das zunächst sehr, sehr unscheinbar zu sein mag. Und das ist ein großer Trost, auch für solche unter uns, die vielleicht darunter leiden, dass sie hier und da doch nur wenige Erkenntnisse haben vom Wort Gottes her. Sicherlich zum Teil auch auf unsere Verantwortung zurückzuführen. Das heißt also, wir könnten mehr Erkenntnis haben, wenn wir fleißiger in der Bibel forschen würden, wenn das Wort Gottes uns wichtiger wäre als alles andere in dieser Welt. Ganz sicherlich. Aber es gibt auch solche, die sich viel Mühe geben im Blick auf die Erkenntnis des Wortes Gottes und doch irgendwie immer wieder auch den Eindruck haben, das ist doch ziemlich wenig bei mir. Und für solche mag es ein großer Trost sein, dass das wenige Licht, was sie haben, sich doch vermehren kann, wenn sie diesem Licht treu wandeln, Licht gegenüber treu wandeln. Wenn sie das festhalten, was sie haben. So sagt der erhöhte Herr zu der Gemeinde zu Philadelphia, halte, was du hast. Also was der Herr dir bisher geschenkt hat, was er dir an Erkenntnis, an Licht von oben gegeben hat, das halte fest. Und dann wird es mit der Zeit auch vermehren. Das ist eine Zusage, die wir fassen dürfen vom Wort Gottes her. Der Apostel Paulus sagt einmal oder schreibt einmal den Philippern, wenn ihr in irgendeiner Sache anders denken möget, als ich es tue, dann wird euch der Herr auch das noch offenbaren. Es wird kommen zu seiner Zeit. Das heißt, der Apostel Paulus erhebt sich nicht über die schwache Erkenntnis bei den Philippern, sondern macht ihnen Mut. Bleibt nur bei dem, und so fügt er hinzu, was ihr bereits erkannt habt. Und dann wird euch das Weitere auch noch zuteil werden. Und das möchte ich auch denen raten unter uns, die darunter leiden, dass sie auch manches nicht so recht behalten können. Manchmal spielt das Alter da auch eine große Rolle oder eine psychische Erkrankung, die das nicht so recht fassen können, nicht so recht behalten können, aber die doch grundsätzliche Dinge begriffen haben. Bleibt dabei, so kann der Herr auch weiter mit dir machen und wird er auch weiter mit dir machen, denn das gute Werk, das er angefangen hat in dir, das wird er auch vollenden, bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Also ein sehr tröstliches Wort und eine tröstliche Angelegenheit hier im Zusammenhang mit den Magiern aus dem Land Babylonien, aus dem Morgenland. Wenig Licht und doch setzte sich dieses Licht durch in ihrem Leben. Können wir immer nur staunen, wenn das geschieht, auch bei uns. Martin Luther hat einmal gesagt, in der Rückschau auf jenen Tag, an dem er sich zu verantworten hatte, vor dem Kaiser auf dem Reichstag zu Worms, dass er sich nicht vorstellen könnte, dass er noch einmal solch einen Mut aufbringen könnte. Also zu seiner Zeit, wenn die Stunde Gottes da ist, wirst du auch das haben und bekommen, was du brauchst, ganz gewiss. Gottes Gnade setzt sich durch in deinem Leben, im Leben seiner auserwählten Kinder. Auch wenn das rein äußerlich alles ganz anders auszusehen mag, aussehen mag. Mir persönlich ist da immer und immer wieder die Geschichte von Josef eine große Ermutigung. Da sah ja auch alles ganz anders aus, als es Gott ihm verheißen hatte in seinen Träumen, in diesen Offenbarungen. Und doch setzte sich Gott durch in seinem Leben. Trotz der Widrigkeiten, trotz der Widerstände, trotz der Blockaden, die da waren. Gott kommt immer zum Ziel mit seinen Leuten. Dieses Licht brachte die Magier aus dem Morgenland dazu, sich dem König aller Könige zu unterwerfen und ihm königliche Geschenke darzubringen. So lesen wir es dann später in den Versen 10 und 11. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, also sehr erfreut, eine starke Aussage hier,
und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also brachten sie ihm sehr wertvolle Geschenke dar. Sie unterwarfen sich ihm. Das ist das Entscheidende. Also das, was Gott angefangen hatte, führte er hier weiter. Ja, in gewisser Weise vollendete er das hier auch schon im Glauben, indem er diese Männer dazu brachte, sich dem König völlig, gänzlich, total zu unterwerfen. Das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch immer wieder gefallen lassen müssen. Wie steht das da mit unserer Hingabe? Unsere Hingabe an den Herrn Jesus Christus macht uns an sich nicht selig. Selig macht uns seine stellvertretende Hingabe zur Ehre Gottes und zu unserem ewigen Heil. Wir setzen also unser Vertrauen nicht auf unsere Hingabe, sondern auf seine stellvertretende Hingabe. Nicht auf unseren Gehorsam, sondern auf seinen Gehorsam, den er stellvertretend geleistet hat, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Durch seine Hingabe an den Willen des Vaters hat er uns erlöst. Da liegt unser Vertrauen, ganz allein im Blick auf unsere Seligkeit. Aber wenn dieser Glaube echt ist, dann führt er auch dahin, dass wir uns dem Herrn gänzlich, völlig, mit allem, was wir sind und haben, ausliefern, ihm unterwerfen. Das sind ja Worte, die lieben wir in unserer Zeit nicht mehr. Das klingt ja so nach Knechtschaft, Unterordnung, das lieben wir nicht. Das wird schon den Kindern beigebracht, dass das an sich nichts Wertvolles ist. Auch in den Schulen haben die Lehrer damit ihre größten Probleme, dass die Kinder nicht mehr bereit sind, sich unterzuordnen. Aber für Gott ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Hier geht es um eine bedingungslose Übergabe oder Hingabe, Unterwerfung an den König oder unter den König aller Könige, unter unseren Herrn Jesus Christus. Ist das bei dir geschehen? Oder müsstest du jetzt sagen, es ist teilweise geschehen, aber nicht ganz geschehen. Es gibt bestimmte Dinge, die ich noch festhalte, die ich dem Herrn nicht ausliefern möchte. Nun, wenn du Probleme damit hast, mit der Auslieferung, dann sag es dem Herrn, dass er es in dir wirkt. Aber es muss dahin kommen. Herr, nicht mehr ich, sondern du, und zwar du allein. Nicht ich und du, sondern du, ganz allein, sollst der Herr meines Lebens sein. Das ist ganz wichtig. Dahin kam es bei diesen heidnischen Leuten aus Babylonien. Ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen, dass es bei dir und bei mir auch der Fall ist. Wenn nicht, dann kann es noch im alten Jahr dazu kommen. Viele werden kommen aus den verschiedensten Himmelsrichtungen, so sagt der Herr Jesus, zu den Juden, die ihn ablehnten. Viele werden kommen aus allen Richtungen und werden mit mir zu Tische sitzen und das Mahl mit mir feiern. Und da haben wir hier drei davon, die wir einmal wiedersehen werden in der himmlischen Herrlichkeit, die mit dem Herrn Jesus und auch mit uns zu Tische sitzen werden. Und wir dürfen jetzt schon von ihnen lernen und uns an ihnen erfreuen. Das sind also die sogenannten Magier aus dem Morgenland, aus Babylonien, die hier ein offenes Herz haben, von Gott geschenktes, offenes Herz für den König aller Könige, den Herrn Jesus Christus. Als nächstes wenden wir uns einem Mann zu, der viel näher dran war als diese Magier. Und das war Herodes, genannt der Große. Er stammte aus dem Geschlecht der Edomiter, das heißt, er stammte von Esau ab und war ein sehr erfolgreicher Mann, ein sehr erfolgreicher Politiker und entfaltete
eine enorme Bautätigkeit. Ihm hatten es die Juden zu verdanken, dass ihr Tempel so wunderbar, so prunkvoll ausgestaltet worden war. Es handelte sich um einen herrlichen Tempel. Gleichzeitig war er aber ein sehr, sehr grausamer Mann, dieser Herodes. Er ging, wie wir zu sagen pflegen, über Leichen. Er ließ seine Frau umbringen. Er ließ vor seinem Tode zwei Söhne hinrichten. Wahrscheinlich war er geisteskrank. Ein grausamer Herrscher. Wenn es hier heißt, zur Zeit des Königs Herodes, dann war das sprichwörtlich für eine grausame Zeit, für eine Zeit der Grausamkeit. Er veranlasste, dass am Tage seines Todes ehrenhafte Bürger Jerusalems ermordet wurden. Er wusste, dass niemand um ihn irgendeine, nur eine einzige Träne vergießen würde. Und darum sollten Tränen aus einem anderen Grunde fließen. Und da ließ er diese Leute, diese ehrenhaften Bürger Jerusalems ermorden. Augustus, der Kaiser Augustus, soll einmal im Blick auf Herodes den Großen gesagt haben, die Schweine leben bei ihm sicherer als seine eigenen Angehörigen. Und nun bekam dieser Mann, der so nah dran war, der ja wohl Bescheid wusste um all das, was die jüdische Religion ausmachte. Dieser Mann, dieser grausame Mann, bekam doch noch eine Chance. Und zwar durch den Besuch der Magier. Hier wollte Gott mit diesem Mann noch einmal reden. Aber er nutzte diese Chance nicht. Und das ist das Traurige. Das finden wir in der Bibel, hier und dort, und das finden wir auch in unserer Zeit immer wieder, dass Menschen die Chancen, die Gott ihnen gibt zur Umkehr, einfach nicht nutzen wollen. Dass sie nicht bereit sind, sich zu beugen, Buße zu tun und zu glauben an den Herrn Jesus Christus. Es heißt hier, er erschrak, wie alle anderen Bürger in Jerusalem sicherlich erschraken, weil sie jetzt wieder etwas Schlimmes zu befürchten hatten. Er erschrak auch, dieser König Herodes, aber nicht, weil er Furcht hatte vor dem lebendigen Gott, sondern weil er um seine Macht fürchtete. Er nutzte also diese großartige Möglichkeit, die Gott ihm schenkte, zur Umkehr nicht. Gott wollte ihm Gnade erweisen. Nun mag jemand unter uns denken, einem solchen Mann, der so grausam regierte, für einen solchen Mann ist der Zug doch schon längst abgefahren. Für den gibt es doch keine Gnade mehr. Aber dann hätten wir einen zu kurzen Begriff von dem, was Gnade eigentlich beinhaltet. Und wir lesen in der Bibel von solchen, die Gnade empfingen, als solche, die ganz, ganz böse Dinge getrieben hatten in ihrem Leben. Denken wir nur an den König Manasse, von dem uns im Alten Testament berichtet wird. Ein gottloser König, wie es ihn kaum davor und danach noch einmal gegeben hat. Und er kam im Gefängnis zur Besinnung. Gott redete mit ihm, er tat Buße. Und ihm wurde alle Schuld vergeben und er wurde wieder als König eingesetzt. Lest euch mal die Geschichte von Manasse durch. Da ist Hoffnung für jeden Sünder. Ganz egal, welche Veranlagung er hat, ganz egal, was er in seinem Leben an bösen Dingen getrieben hat. Und von Natur aus sind wir ja alle aus dem gleichen Holz geschnitzt, aus demselben Holz geschnitzt. Wir sind Adams Kinder von Natur und sind von daher zu allem Bösen fähig, zu allem Bösen geneigt, so sagt der Heidelberger Katechismus, auch wenn wir das nicht so empfinden
Und wenn wir denken mögen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dazu in der Lage wäre, so ist es doch der Fall, wenn Gottes Gnade nicht über unserem Leben walten würde. Aber auch da, wo Dinge geschehen sind, die Gott betrübt haben, ihn sehr betrübt haben, da ist Gnade für uns da, wenn wir nur bereit sind, uns zu beugen und unsere Sünde zu bekennen. Das war leider, muss man sagen, bei Herodes, dem Großen, nicht der Fall. Es gibt auch eine andere Geschichte noch. Wir lesen das in der Apostelgeschichte von einem Mann, einem Statthalter namens Felix, der auch eine große Gelegenheit hatte, in seinem Leben zur Umkehr zu kommen und sie nicht nutzte. Es gibt ja immer wieder Krisensituationen auch in unserem Leben. Und da kann es sein, dass solche Krisensituationen zum Leben, aber auch zum Tode führen. Es gibt ja auch gewisse Krankheiten, bei denen solch eine Krise dann entweder zum Tode führt oder aber zum Leben. Gott redet mit dem Menschen, so sagt Hiob, zwei oder dreimal, und zwar so, dass der Mensch weiß, dass Gott mit ihm redet. Und da ist es die Frage, ob die Gnade genutzt wird, die Gnadenzeit genutzt wird oder nicht. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte von diesem Statthalter Felix, dass er ein Mann war, der eben auch noch einmal von Gott her eine besondere Gelegenheit bekam, die Gnade Gottes in Christus zu ergreifen, Vergebung seiner Sünden zu empfangen. Wir lesen da in Kapitel 24, ab Vers 24, nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und von daher war er gut informiert, gut unterrichtet über den jüdischen Glauben, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Als aber zwei Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Paulus hat diesem Felix also keinen Honig um den Mund geschmiert, wie wir zu sagen pflegen. Er hätte ihm ja auch etwas Lieblicheres sagen können, als das, was er ihm gesagt hat. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, darüber hat Paulus mit ihm gesprochen. Also sehr unangenehme Dinge für Felix. Paulus legte also seinen Finger auf die wunden Stellen im Leben des Felix. Das ist es, was der Heilige Geist tut. Von Natur aus möchten wir immer gerne das hören, was uns angenehm ist. Das geht mir so und das geht sicherlich auch euch so. Aber ob uns damit geholfen ist, das ist eine andere Frage. Wenn der Arzt nicht die Diagnose stellt und nicht auch manchmal tief schneidet, kann uns vielleicht nicht geholfen werden und führt die ganze Geschichte möglicherweise zum Tode. Deshalb ist es wichtig, dass der Heilige Geist unsere Herzen erleuchtet und mit uns über Dinge spricht, die uns sehr unangenehm sein können, aber doch sehr heilsam, wenn wir uns darunter beugen, wenn wir Buße tun und aufs Neue erleben, was es bedeutet, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde. Dass wir neu zur Freude an der Gnade Gottes in Christus Jesus kommen. Also Paulus sagt ihm die Wahrheit. Er hält nicht damit zurück. Und Felix nutzt diese Gelegenheit nicht. Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Was ist das Teufels liebstes Möbelstück? Die lange Bank. Nicht heute, sondern irgendwann einmal, ja? Aber heute ist die angenehme Zeit, sagt das Wort Gottes. Wenn Gott mit einem Menschen redet, dann ist in diesem Augenblick die angenehme Zeit für ihn.
Und da heißt es zu reagieren. Und da heißt es, sich vor Gott zu beugen. Und die Sache nicht aufzuschieben. Oder gar mit der sogenannten Schächergnade zu rechnen. Schächergnade ist etwas ganz Besonderes für Menschen, die auf dem Sterbebett, auf dem Sterbelager noch erkennen, dass sie vor Gott verlorene Sünder sind. Aber damit zu spielen, ist eine gefährliche Sache. Und so geht es auch um andere Wahrheiten im Leben der Kinder Gottes. Wenn Gott mit uns redet, dann sollten wir hören, und zwar jetzt und nicht denken später einmal. Das ist mir im Augenblick zu unangenehm. Das schiebe ich beiseite. Dem weiche ich aus. Nein, wir sollten uns dem stellen, wenn Gott mit uns redet. Das ist wichtig, auch wenn es uns sehr, sehr unangenehm sein mag. Felix stellte sich dem nicht. Er wich dem aus. Seine Geldgier war größer als seine Liebe zur Wahrheit. Und so sehen wir es auch hier bei Herodes dem Großen. Die Gnadenzeit verstrich für ihn ungenutzt. Sie kam möglicherweise nie wieder, diese Möglichkeit zur Umkehr. Wir haben eben das Heil nicht in unserer Hand. Es liegt ganz in Gottes Hand. Ganz allein. Es ist völlig unserer Entscheidungsgewalt entzogen. Das Einzige, was geschehen kann, und auch das ist Gottes Gnade, ist, dass wir auf das Angebot der Gnade reagieren. Und zwar dann, wenn es Gott gefällt, wenn er wirkt durch seinen Heiligen Geist und nicht, wenn es uns gefällt. Herodes geht hier sehr hinterlistig vor, das lesen wir. In Vers 7, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Nichts anderes als Heuchelei. Hinterlistige, verschlagene Heuchelei, die hier deutlich wird. Natürlich hatte er nicht vor, das Kindlein anzubeten, sich ihm zu unterwerfen. Er wollte es umbringen. Er war ein Mörder. Und er war sich seiner Sache offensichtlich so sicher, dass er nicht einmal eine Eskorte diesen Weisen beigab, sondern er ließ sie einfach so wieder ziehen. Wie sie gekommen waren, ließ er sie weiterziehen. Mit der Bemerkung, sagt mir Bescheid, kommt, wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder zurück und dann weiß ich, wo das Kind zu finden ist. Er war sich also seiner Sache ziemlich sicher. Wie sicher kann doch mancher seinen Weg gehen, aber man macht die Rechnung ohne den Wirt. Gott macht den Ratschlag Herodes zunichte. Später in Vers 12 lesen wir, als die Weisen in ihrer Unschuld, in ihrem Unbefangensein wieder nach Jerusalem zurückkehren wollten, es wird uns berichtet, dass Gott hier eingreift und in einem Traum zu ihnen redet, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott macht also den Ratschlag des Herodes zunichte. Gott greift ein und hält seine Hand über das Kind und über die Magier. Und so wird so mancher sichere Weg, den ein Mensch geht, von Gott irgendwann durchkreuzt werden. Irgendwann. Vielleicht lässt Gott es eine Zeit lang gelingen, aber nur eine Zeit lang. Irgendwann führt jeder selbstsichere Weg in das Gericht Gottes hinein. Über kurz oder lang. Das sehen wir hier auch am Beispiel des Herodes. Und deshalb ist es immer wieder gut, die Abhängigkeit vom Herrn Jesus zu suchen. Also eine traurige Sache hier im Blick auf diesen König, diesen grausamen König.
nahe dran und doch ein kaltes Herz dem Anspruch Gottes gegenüber. Er nutzte die Gnade Gottes nicht. Noch näher dran waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hier von Herodes gerufen wurden, um ihn zu informieren. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und dann bekommt er zur Antwort, und sie sagten ihm: in Bethlehem in Judäa. Und dann zitieren sie den Propheten Micha: und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Wer diese Worte vergleicht mit dem, was der Prophet Micha geweissagt hat, dem fällt auf, dass hier eine kleine Veränderung vorgenommen worden ist von Matthäus, wahrscheinlich von Matthäus selbst. In Micha 5, Vers 1 heißt es: die du die Kleinste bist unter den Städten in Juda. Hier heißt es: bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda. Nun, Matthäus kannte diese Weissagung aus dem Propheten Micha in- und auswendig. Trotzdem hat er es hier so formuliert. Warum? Weil er die Angelegenheit von Gott aussah. Das, was in unseren Augen gering und klein und unscheinbar und verächtlich ist, das kann in den Augen Gottes sehr groß und herrlich sein. Dieses Bethlehem, nach menschlichen Maßstäben klein, gering, im Unterschied zu Jerusalem, Bethlehem, und doch in den Augen Gottes etwas ganz Großes und Herrliches, weil dort der Messias geboren worden ist. Das ist wohl der Grund dafür, warum Matthäus das hier, dieses Zitat hier ein wenig verändert hat. Er durfte das tun. Wir dürfen sowas nicht tun, aber er durfte das tun unter der Leitung des Heiligen Geistes. Gut, das war also die Antwort der hohen Priester und der Schriftgelehrten. Sie kannten sich aus in der Heiligen Schrift. Doch ihre Herzen blieben kalt und unberührt. Denken wir noch einmal zurück an die Weisen, an die Magier. Und hier haben wir den ganz krassen Gegensatz zwischen diesen heidnischen Leuten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten dort in Jerusalem. Diese Magier machten sich auf den weiten Weg, wurden in Bewegung gesetzt durch wenig Licht, das sie hatten. Und diese hohen Priester und Pharisäer und Schriftgelehrten setzen sich nicht in Bewegung, obwohl sie ein so großes Wissen hatten. Ihre Herzen blieben eiskalt und unberührt, nicht bewegt vom Wort Gottes. Sie machten sich also nicht auf und gaben Gott die Ehre. Woran liegt das eigentlich, dass diese Schriftgelehrten nicht bereit waren, sich Gott zu unterwerfen? Woran liegt das eigentlich? Wir sprechen ja von den Pharisäern als von solchen, die sehr selbstgerecht waren. Es waren auch andere darunter, aufrichtige Leute, die auch ihre Sünde erkannten, aber viele dieser Pharisäer und Schriftgelehrten waren sehr selbstgerecht. Sie dünkten sich besser als alle anderen im Volk. Denken wir zurück an die Weihnachtsgeschichte: die Hirten waren Leute, die auf derselben Ebene gesehen wurden und angesiedelt wurden wie die Zöllner und Huren. Mit solchen Leuten wollten die Pharisäer nichts zu tun haben. Auf die schauten sie von oben herab. Sie waren ja nicht so große Sünder. Das war ihr Problem. Das war das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten. Als Johannes der Täufer zur Buße aufrief, da machten sich solche Leute wie die Zöllner und Sünder, die Huren und wer es auch immer gewesen sein mag, auf und beugten sich unter diese Taufe und bekannten damit, dass sie nicht besser waren, denn es handelte sich um eine Proselytentaufe, die Johannes vollzog, dass sie nicht besser waren als die Heiden.
Das bedeutete für den Juden etwas. Das zu bekennen, öffentlich zu bekennen, ich bin nicht besser als irgendein Heide. Ich bin auch nicht besser als die Zöllner und Huren. Und dazu waren eben diese Pharisäer und Schriftgelehrten nicht bereit. Sie waren nicht bereit, sich auf diese Sünderbank zu setzen, sondern beobachteten die Dinge aus der Ferne. Mit einem kalten, unberührten Herzen. Sie waren in sich selbst gerecht. Sie brauchten keine andere Gerechtigkeit als die, die sie selbst erworben hatten durch die Befolgung bestimmter Gebote und Satzungen. Sie gaben Gott nicht Recht. Und darum geht es immer wieder auch bei uns, dass wir Gott Recht geben. Wenn Gott mit uns redet, wenn er uns überführt von der Sünde, dann heißt es, ihm Recht zu geben, zu sagen, ja, Herr, du hast Recht, so bin ich. So bin ich. Von Natur aus bin ich so. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Reinigung. Darauf kommt es an. Und dann bricht auch die Freude durch. Und diese Freude hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten mit Sicherheit nicht. Wir können viel Wissen haben, viel Erkenntnis haben, und doch können unsere Herzen kalt und unberührt bleiben. Ist es nicht so, ihr Lieben? Wie vieles haben wir versäumt im vergangenen Jahr? Wie viel Böses haben wir gedacht oder getan? Niemand, so sagt das Wort Gottes, denke etwas Arges in seinem Herzen gegenüber seinem Bruder. Wie oft haben wir Arges gedacht im Herzen gegenüber unserer Glaubensgeschwister, gegenüber unseren Glaubensgeschwistern. Wie nötig hätten wir es, am Ende dieses Jahres uns zu beugen und Buße zu tun und uns zu demütigen vor Gott. Könnte es sein, dass es auch unter uns solche gibt, die meinen, sie hätten das gar nicht nötig? Sie wollten doch immer nur das Gute und das Richtige. Haben wir nicht alle Grund, uns zu demütigen und zu beugen am Ende dieses Jahres und zu sagen, Herr, vergib. Vergib das, was nicht nach deinem Willen war. Und wir haben ja nicht in erster Linie gegen Menschen gesündigt, sondern wir haben in erster Linie gegen Gott gesündigt. Wir haben ihn betrübt, wir haben seinen Heiligen Geist betrübt. Das hat ja seinen Grund, ihr Lieben, wenn der Geist Gottes so wenig Raum hat in einer Gemeinde. Das hat doch seinen Grund. Es hat doch seine Ursache. Und das kann man auch nicht einfach überspielen. Das kann man auch nicht durch irgendwelche Praktiken, Methoden oder Verhaltensweisen überspielen. Da lässt sich Gott nichts vormachen. Gott lässt nicht mit sich reden an dieser Stelle. Erneuerung durch den Heiligen Geist gibt es nur da, wo Menschen wirklich sich demütigen vor Gott und ihre Sünde bekennen vor Gott und Gott Recht geben. Und dann glauben an das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Der Herr mag uns dazu Gnade geben, dass es nicht bei einem Wissen bleibt, bei einem toten, verstandesmäßigen, kalten Wissen, wie hier bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern dass es wirklich zu einer inneren Beugung und Demütigung vor Gott kommt und zur Freude an der Vergebung. An Jesus scheiden sich die Geister, wie wir gesehen haben, hier an den Weisen, an Herodes, an den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und wir wollen uns an der Schwelle zum neuen Jahr den Weisen anschließen, die von Gott in eine große Freude geführt wurden. Ich lese noch einmal den 10. Vers. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, sehr erfreut, voller Freude, als sie den Stern sahen. Ich schließe ab mit einer kleinen Geschichte aus einem Andachtsbuch von Pastor Wilhelm Busch. Aus dem Bereich der Mission, der rheinischen Mission,
Da erzählt er hier Folgendes. Zum Schönsten in der Missionsgeschichte gehört das Erleben des rheinischen Missionars Krumm bei den Kopfjägern auf Nias. Hätten wir also nicht gerne gewohnt, ne? Bei den Kopfjägern. Im Jahre 1897 hatte er dort seine Arbeit begonnen. Zuerst ging es durch viele Nöte, aber dann kam jener Tag, da sie ihn in die Burg des heidnischen Priesterkönigs einluden. Solago hieß dieser Mann. Trommelwirbel tönten, eine Donnerbüchse krachte, einer hielt eine Rede, die begann: Gott hat die Irauno lieb. Und sie schloss: Früher waren wir Feinde, nun sind wir Brüder. Solago aber mahnte: Du musst uns jetzt das Wort Gottes verkündigen. Welch eine Stunde, als sie ihre Götzen in den Abgrund warfen und ein selbstgedichtetes Lied zu singen begannen. Es ist gleich, als wenn die Sonne aufgeht über unseren Bergen. Es wird hell bei uns, weil man uns das Wort Gottes verkündigt. Auch uns hat erreicht Lovolangi, das heißt Gott. Es ist zu uns gekommen, der Herr. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Amen.